Buch von Frau Igel heißt der Terrorismus, Lügen. Als Sie da so ein bisschen reingeschaut haben, was haben Sie da gedacht? Was auch, geht ja auch unter anderem um Sie, es geht auch um die rechte Bewegung, nicht nur um den Linksterrorismus. Was fällt Ihnen so dazu ein und wo reiben Sie sich dran? Ja, also zunächst muss ich sagen, was sie über den Linksterrorismus geschrieben hat, dazu kann ich wenig sagen, da habe ich keinen Einblick. Bin aber bei der Beurteilung vorsichtig, weil sie natürlich auch mich mitverarbeitet hat. Und was sie da geschrieben hat, das ist natürlich, mal salopp gesagt, der übliche Käse. Und das kann auch nichts anderes sein, weil sie miserable Quellen verarbeitet hat. Denn also wenn man solche Antifa-Aktivisten wie den Chaussy und den Heimann dann befragt, dann kann natürlich nichts Vernünftiges dabei rauskommen. Das sind Leute, die sich mit den, beispielsweise mit den Ermittlungen des Oktoberfestattentats nicht zufrieden geben wollen. Das hat natürlich politische Hintergründe, die möchten das anders sehen. Und das ist natürlich ein gewisser Mangel. Und wenn wir schon von Mängeln reden, sie mutmaßt auch zu viel. Also die Aktenlage, das ist das eine. Aber dann immer wieder zu sagen, naja, so ungefähr, wer es glaubt, wird selig. Da wird schon auch mehr dahinter sein. Das glaube ich so nicht, wie zum Beispiel bei dem Ottfried Hepp. Können wir ja auch nochmal drüber reden. Also so richtig, wie soll ich sagen, das Werk eines Historikers ist es nicht. Da genügt es auch nicht, wenn man einfach nur die Quellen angibt und sagt, das habe ich verarbeitet. Also wenn ich sowas mache, dann nenne ich genau Blattzahl und den genauen Hinweis, dass man genau nachschauen kann. Und das ist so das, was ich grundsätzlich bemängle. Zu viel, Mutmaßungen, das stört. Also ich mache sowas ungern. Sicher, manchmal mutmaßt man auch und zweifelt an etwas, aber das muss man dann auch ganz deutlich sagen. Wir reden ja über Geheimdienste. Welche Bezugspunkte hatten Sie in Ihrem langen Leben denn mit Geheimdiensten? Wann gab es das erste Mal, wo Sie gesagt haben, das ist ein komischer Mensch, wo kommt der denn überhaupt her? Und dann haben Sie sich gedacht, ja, das wird vielleicht ein Geheimdienst gewesen sein. Also, es war ja so, bis zu Anfang der 70er Jahre war ich ja überhaupt nicht politisch tätig und auch nicht interessiert. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich habe mit 16 Jahren die DDR verlassen, weil es dort keine Aufstiegsmöglichkeiten gab. Und wir haben uns damals alle geschworen, alle, die ich so kenne, wir haben gesagt, wir werden alles machen im Leben. Nur eines nicht, keine Politik. Weil wir erlebt hatten, wie man so mit den alten Parteigenossen umgegangen ist und wie einem das nachhängt. Und das war alles so hoffnungslos. Das hat mich nicht interessiert. Aber dann, Anfang der 70er Jahre, als ich dann den Bericht des Globophon in die Finger bekommen habe, die Grenzen des Wachstums, dann ist mir klar geworden, dass man gesellschaftlich tätig sein muss. Das war eigentlich meine Motivation. Und dann kamen dann noch die Ostverträge dazu, die haben mir auch nicht gefallen. Und das hat mich mal politisch interessiert gemacht erstmal. Aber bei alledem, mein größter Fehler, natürlich habe ich auch ein paar Fehler im Leben gemacht, auch ein paar schwerwiegende, der allergrößte Fehler war, dass ich von der Rechtsstaatlichkeit überzeugt war. Ich habe geglaubt, wir leben in einem Rechtsstaat. Und ich habe mir nicht vorstellen können, wie viehisch und hundsgemein man werden kann, wenn man etwas ausschalten möchte, was nicht ins Bild passt. Ich habe gedacht, die Gesetze sind stabil. Ich habe gedacht, solange ich die Gesetze nicht übertrete, kann mir überhaupt keiner etwas tun. Und die Mehrsportgruppe hat ja auch einen ganz anderen Hintergrund gehabt. Das ist ja heute auch nicht das Thema, höchstens dann später mal am Rande. Aber auch da hat man mir dann so am Anfang gesagt, ja, da musst du aufpassen und da kommen dann Spitzel. Und das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich habe mir gedacht, was wir hier machen, kann jeder sehen.
Und bei den ersten Hausdurchsuchungen hat die Polizei auch gesagt, ja, sie haben ja gar nichts versteckt. Was soll ich denn verstecken? Das, was ich zu sagen habe und was ich schreibe, das kann jeder lesen. Aber so ist es halt dann doch auch nicht. Man sieht immer nur das, was ist und nicht das, was dann daraus gemacht wird. Also das war mein größter Fehler. Ich habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass Geheimdienste eine ganz widerwärtige Rolle spielen und mit Methoden arbeiten, die sich der Normalbürger gar nicht erträumen kann. Zum Beispiel, was haben Sie da festgestellt? Wenn Sie mal rückblicken. Naja, man muss sich erstmal darüber klar sein, was überhaupt das Wesen eines Geheimdienstes ist und dann, wie er wirkt. Zunächst muss man ganz knallhart sagen, Geheimdienste sind verbrecherische Organisationen bis hin zu Tötungsdelikten. Das weiß man, aber das ist halt ein Geheimdienst, der darf das so wie 007, nicht Lizenz zum Töten, ist in der Tat so. Nun sind unsere Geheimdienste, die europäischen, sind ja nicht so knallhart wie zum Beispiel CIA oder Mossad. Also der Mossad darf gar nicht beleidigt sein, wenn man sagt, das ist eine Verbrecherorganisation, die töten ja einfach, weil er ja selber damit angibt. Nicht? Also die Killer steigen ins Bild und erklären, wen sie da alles verfolgt und erfolgreich erschossen haben. Und dann hat man in Skandinavien einen erschossen und das war ein Versehen, das war eigentlich gar nicht der Richtige. Na ja, gut, das kann ja mal passieren. Also, und wenn ein Geheimdienst in einem Land gezüchtet wird, wo schon die Spitzenfunktionäre der Regierung einen terroristischen Hintergrund haben, wie Menachem Begin hat zusammen mit anderen das King David Hotel in die Luft gesprengt mit 300 Engländern. Also das sind dann keine weißen Knaben. Und was man nicht so richtig versteht, auch wenn ich jetzt immer höre im Zusammenhang mit der NSU, diese Versäumnisse und was der Geheimdienst, was der Verfassungsschutz alles nicht wusste. Nein, die Frage ist falsch gestellt. Nicht, was er nicht wusste oder wusste, was hat er getan. Ich will aber auch nicht sagen, dass jetzt nun so ein Verfassungsschutz, dass der nun vom ersten bis zum letzten Mann nur aus Verbrechern besteht. Ich will sogar sagen, der Chef des Geheimdienstes, ein Innenminister, ist eigentlich eine arme Sau, weil der gar nichts weiß. Man denkt immer so, der Verfassungsschutz und der BND, das ist doch auch eine Behörde in einem Rechtsstaat, so wie eine Polizei. Nur, dass er eben nur aufklärt und die Polizei, die wird dann auch tätig. Das ist aber nicht so. Wir müssen davon ausgehen, dass jede Organisation von Bedeutung penetriert werden kann, infiltriert werden kann und auch benutzt werden kann. Und wir wissen, dass, erstmal müssen wir mal in die Grundlagen gehen, wir wissen ja, wie unsere Geheimdienste gegründet worden sind, indem man den Gehlen eingekauft hat, der hat gleich seine ganze Belegschaft mitgebracht. Und dann war das ja ein Kind der Amerikaner. Es war ja eigentlich ein amerikanischer Geheimdienst für die Amerikaner. Die hätten doch den Krieg gar nicht gewinnen brauchen, wenn sie dann die Deutschen aus dieser, Umklammerung entlassen hätten. Das ist immer noch so, auch heute noch so. Und auch der Mossad penetriert garantiert auch den CIA und umgekehrt. Bei den Zweien weiß man manchmal nicht, wer jetzt nun der Mächtigere von beiden ist. Ich vermute fast, es ist der Mossad. Und man muss sich das so vorstellen, unsere Dienste werden benutzt. Und ich gehe von Folgendem aus, unsere Geheimdienstexperten, die werden ja auch immer wieder auf Schulung geschickt, nach Israel. Und wenn Sie das Buch lesen, Geheimakte Mossad von dem Viktor Ostrowski, der ja ein ehemaliger Mossad-Agent ist, dann beschreibt er das ganz genau, dass das ganz groß angelegte Anwerbeaktionen sind. Also man lädt die Leute dort ein, die leben in guten Hotels, werden bewirtet
Und dann sucht man sich da den einen oder anderen heraus, der geeignet ist. Geeignet ist immer einer, der erpressbar ist. Wenn das nicht ist, wird er erpressbar gemacht. Nicht? Da wird jemand irgendwas ins Bett gelegt. Alle Möglichkeiten. Und dann werden diese Leute benutzt und die müssen sich benutzen lassen. Das heißt also, in unseren Geheimdiensten sind Doppelagenten tätig, die nicht nur für ihren Brotherrn Nachrichten abliefern, sondern die Nachrichten auch an einen anderen Geheimdienst weitergeben, einen Nichtdeutschen, und von dem nichtdeutschen Geheimdienst gesteuert werden und alle möglichen Aufgaben übernehmen, von denen der interne Betrieb nichts weiß. Und oft vieles wird auch übernommen und ausgeführt, ohne dass die Personen, die das, diese Aufträge erledigen, wissen, was am Ende daraus wird. Wir wissen ja zum Beispiel auch aus den Memoiren des Ostrowski, dass der Uwe Barschel vom Mossad umgebracht worden ist. Also ganz genau wird ja geschildert, wie das gemacht worden ist. Ein Zäpfchen in den Hintern gesteckt und mit einem Schlauch den Magen aufgefüllt und all solche. Aber sie haben eben auch Fehler dabei gemacht. Es steht fest, dass es ein Mord war, und es ist auch klar, dass ein BND-Mann die Hinweise gegeben hat und das Treffen arrangiert hat. Das ist zum Beispiel ein solcher Fall. Und die eigentlich, wenn es ums Töten geht, die eigentliche Aktion, das machen dann Außerdeutsche. Da kommt dann ein Killerkommando, bei den Israelis ist das sogenannte Kidon, das heißt Bajonett. Die reisen ein, die haben ihre Vorgaben, die wissen genau, wer, wo, wann, wie ist. Ist ihr Material vorbereitet und die erledigen dann diese Aufgabe und dann verschwinden sie wieder. Die sind am nächsten Tag schon gar nicht mehr da. Und so muss man das sehen. Und unsere Geheimdienste, und das ist das Dramatische, benutzen unsere Behörden. Und die Behörden selber, die sind auch so blauäugig. Für die ist das eine verwandte Behörde. Und wenn der Geheimdienst einen Hinweis gibt an eine Ermittlungsbehörde, erstmal bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als diesem Hinweis nachzugehen. Das müssen sie, denn sie haben ja einen Hinweis von einem deutschen Geheimdienst. Und sie glauben auch daran, dass sie da was Richtiges gefunden haben. Wie sah es bei Ihnen konkret aus? Also welchen Leuten sind Sie begegnet oder wie hat man auch versucht, sag ich mal, Ihre Organisation in der Gruppe zu infiltrieren? Ich habe neulich bei jemandem gesessen, der aus dem linken Spektrum kommt oder linker Terrorist war, der sagt, manchmal kommt er sich vor, man hat immer gedacht, man handelt autonom, und wenn er jetzt so langsam begreift, so autonom war das alles nicht. Also er empfindet sich mittlerweile als so eine kleine Schachfigur. Welche Versuche hat es denn bei Ihnen gegeben? Also was ich jetzt zuvor gesagt habe, das ist eigentlich mehr eine Erklärung für solche Vorkommnisse wie das Oktoberfestattentat oder auch diese NSU-Angelegenheit. Damit wollte ich nur mal kurz erklären, wie sowas zustande kommt. Also da wird eine Spur gelegt, dann wird ein Tipp gegeben an die Ermittlungsbehörden und die Ermittlungsbehörden müssen zwangsläufig die Spur aufnehmen und finden dann von einem Indiz zum anderen und dröseln dann die Kette auf, sind aber auf der falschen Fährte. Also so muss man das sehen. Meine persönlichen Erfahrungen sind eigentlich sehr bescheiden. Direkte Erfahrungen, Anfang der 70er Jahre sind mal zwei Herren vom Verfassungsschutz aufgetaucht und haben gefragt, ob ich für sie arbeiten will. Und da habe ich gesagt, nein, wenn es mal um die Sicherheit unseres Volkes ginge und ich wüsste was, dann würde ich das sagen, aber die Leute bespitzeln, das ist nicht meine Welt. Und so, gut, das ist in Ordnung, dann gehen wir wieder. Das war also sozusagen der einzige direkte Kontakt. Aber ich hatte natürlich dann in der Zeit der Wehrsportgruppe schon erkannt, dass man uns zu penetrieren versucht. Das hat mich eigentlich wenig gestört. Also einmal habe ich immer die Parole ausgegeben, weil ich ja wusste, dass man Leute anwerben wird. Da habe ich immer gesagt, wenn das vorkommt und jemand spricht euch an, dann sagt ihr mir das. Geht zum Schein darauf ein und macht das, aber berichtet mir, was da los ist.
Und es hat mehrere Fälle gegeben, wo das so war. Es hat auch Fälle gegeben, wo ich dann den Eindruck hatte, dass eigentlich die Fremdschulter besser bedient worden ist als ich. Auch das, aber das merkt man dann auch. Aber mich hat diese Art von Infiltrieren, sicher war vielleicht auch mal einer dabei, wo ich nicht gemerkt habe, das hat mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Weil wir keine strafbaren Handlungen geplant haben. Was konnte denn ein solcher engagierter Beobachter denn an Erkenntnissen weiterliefern? Der konnte noch nicht mal sagen, wann und wo eine Übung gemacht wird, weil das keiner vor 5 Minuten vorher wusste. Er konnte höchstens hinterher einen Bericht machen. Er konnte sagen, da waren so und so viele Mann da und das ist gemacht worden. Das war eine militärische Übung und die Fahrzeuge waren eingesetzt. Und er konnte, wenn es, sagen wir mal, Gruppenmitglieder aus anderen Bereichen Deutschlands waren, er konnte noch nicht mal Namen melden, weil jeder einen Tarnnamen hatte. Jeder, der kam, kriegte sofort einen anderen Namen. Also das hat ihnen auch Schwierigkeiten gemacht. Aber es war da nicht groß, was zu verraten. Nur, das Problem besteht ja nicht darin, das habe ich aber erst später erkannt, es geht ja nicht darum, dass man nur eine Erkenntnis gewinnt und die dann weitergibt. Schlimm ist ja, wenn die Erkenntnis verfälscht wird. Nicht? Und das ist auch ein gewisser Mangel der Dienste, dass sie ihre Beschaffer, Nachrichtenbeschaffer, dass sie die nach Gehalt der Nachricht bezahlen. Ja, was muss denn der Kerl machen dann? Der muss dann seine Nachricht interessant machen und er muss auch Nachrichten erfinden. Und da kommt natürlich auch eine Menge Desinformation am Ende zusammen. Riesen Unsinn. Das ersehe ich zum Beispiel. Ich habe ja Teile der Stasi-Akte, wo ich mitverarbeitet bin,